Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge wurden wir im Labor eingesperrt und mussten da Überstunden arbeiten. Haben das erstmal verkackt und dann nochmal geladen und richtig gemacht. Ich habe den Spielstand dann nicht nochmal geladen, indem ich es verkackt habe. Ich habe einfach zwischen den Folgen den Ort leer gelootet. Und eine weitere Sache, die ich zwischen den Folgen gemacht habe, die man hier vielleicht sieht, ist, ich habe hier ein bisschen an der Waffe rumgebastelt. Die hat jetzt einen Schalldämpfer und hat jetzt nicht mehr diesen Holz, ja, Stock. Das ist nur auf Deutsch. Kolben. Irgendwie so. Weil das sah weird aus, wenn ich damit rumgelaufen bin. Jetzt habe ich den halt in Schall gedämpft. So. Und ich habe im Sanctuary ein bisschen aufgeräumt. Eine Sache, die ich jetzt machen wollte, ist, ich wollte an die Robo-Werkbank gehen und unseren Lieferbot hier mal anpassen, weil wir haben ja schon ein paar Sachen hier gefunden. Nämlich namentlich ein paar Teile, die wir ja schon gefunden hatten an anderen Robotern. Health geht hoch, aber Damage Resist geht runter. Das ist halt auch irgendwie meh. Dann haben wir hier, wir haben einen Assault Drone Arm. Und dann die Hand, was machen wir daraus? Haben wir hier irgendwas? Nö, da haben wir nichts. Der rechte Arm. Da haben wir noch keinen Assault Drone Arm. Aber wir können einen bauen. Damit das ein bisschen, ja, ein bisschen konsistent ist. Was ist denn mit dem Bein? Haben wir da was? Ja, wir haben Assault Drone Legs. Oh, jetzt sieht das Ding ein bisschen weird aus. Okay, warte. Machen wir das Ding einfach zu einem Assault Drone. Blup. Head Armor. Hardened. Ja, komm. Geben wir dem Ding mal eine vernünftige Rüstung. Ja, komm. Mal der Front Armor. Und die normale Rare Armor. Misk, ne, Misk braucht ihr nicht. Left Arm. Factory Armor. So, Protectron Claw ist nicht so nice. Haben wir irgendwas, was hier passt? Protector. Ja, Protectron Sachen sind halt, häselig. Cryojet. Die Assault Drone Hände kann ich noch nicht machen. Dafür brauche ich Blacksmith 2. Nailgun. Oh, so ein Automatiklaser wäre aber auch nicht schlecht. Ja komm, wir geben dir eine Laserhand. Dann der Right Arm, der braucht natürlich auch Rüstung. Und da geben wir ihm dann, ich würde ihm halt am liebsten eine normale Assault Drone Hand geben, aber kann ich irgendwie nicht. Dann geben wir ihm auch da einen Laser. Dann ist das Ding einfach eine Kampfmaschine. Ich weiß nicht, warum das gerade so so laggt manchmal. So lags.
Storage Armor? Nee, Storage Armor brauchst du eigentlich nicht. Egal. So. Gut, hast jetzt halt Storage Armor. Ich wünsche, die könnte man previewen, die wir lassen es so. Das lassen wir so. I suppose that's something worth building. Whatever it is. So. Hoppala. Wollte ich nicht. Sondern das hier. Und der ist immer noch assigned. Okay. Jetzt haben wir einen Assault-Ton als ja. Nice. Die Mods kann ich ja wieder reinpacken. Der kann sich nämlich jetzt auch verteidigen. Ich glaube zwar nicht, dass er hier zwischen hier und Sanctuary überhaupt angegriffen wird. Auf so einer kurzen Strecke. So. Zuletzt waren wir hier. Und ich weiß, dass wir hier noch mehr Zeug haben. Ja, ich bin relativ frei von Zeug. Ich habe nicht viel dabei. So. Zeug nach Cambridge. Ja, das sind diese robuste Bags, die benutze ich nicht. So gut wie nie. So, weil hier ist auch noch irgendwas markiert. Ich glaube, das ist das Riesengebäude vor uns. Das ist der Wild Gas. Ich glaube, das ist das Forschungsinstitut hier, ne? Ja, das ist das CIT, Commonwealth Institution of Technology. Ist das, glaube ich. Es ist eigentlich das MIT. Es ist halt nur umbenannt. Weil heißt halt jetzt im Volluniversum anders. So, das ist nützlich, das ist nützlich. Was? Das nehmen wir auch mit. Munition sowieso. Frage ist halt, ob ich da rein will. Ich weiß nämlich nicht so genau, was mich darin erwartet. Wir gehen einfach trotzdem rein. Was soll schon passieren? Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir Flash Company haben. Ist aber nichts. Nice. Wer kennt's nicht? Das schöne alte Nichts. Und die pickt natürlich direkt einen Fight. Da geht's zum Dach. Wo hast du jetzt Gegner gefunden? Wieso kriege ich dafür Erfahrungspunkte? Ich glaube, ich muss diesen Dings-Mod rausnehmen, die. Ich glaube, ich muss die Mod rausnehmen, die mir Companion-Erfahrungspunkte gibt, weil sie scheinbar einfach mir die Erfahrungspunkte für alle Kills gibt. Das ist irgendwie Schwachsinn. Das ist keine gute Solution für das, für diese Nervigkeit. Institute Rifle, das kann ich gerne mitnehmen. Ja, das ist schön für dich, das interessiert mich aber auch jetzt ein wenig. Geh aus dem Weg! Hallo! Noch mehr Sins. Kann ich einschrotten. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas Besonderes finden. Ich meine, es sieht nach einer sehr significant Location aus, von außen. Aber wirklich sehen tue ich hier drin nichts. Nee, nicht wirklich. So intimidating besteht es doch nicht. No blood to spill.
before I heard something. Okay, ich kann gefühlt tausendmal auf ihn schießen und er merkt es nicht. Also er merkt schon, aber er sieht mich trotzdem nicht. Ich heile nicht. Ich bin ziemlich openly hier. Versteck mich auch nicht. Lalalala, lalalala. So, hallo und ouch, das muss dir getan haben. Ich frag mich nur, wie das passiert ist. Wieso hast du da eine Kiste auf dem Kopf? Na komm, lass uns mal aufmachen. Ein Schlösser knacken in Real Life so einfach wäre. Wo, wenn man rausfinden will, wie man Schlösser knackt, dann guckt man Lockpick Lawyer. Dieser Ort ist, hier ist halt nicht viel. Ich dachte, ich hätte echt gedacht, hier wäre irgendwas Besonderes, aber so far, nö. Halt einfach nö. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Ist halt a little bit disappointing. Dezent. So ganz dezent. Da ist irgendwo. Hier ist auch nichts. Hallo. Ja. Geht's hier hinten noch irgendwo lang? Nö. Hier geht's einfach nur wieder runter. Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Nach rechts bin ich ja schon gegangen. Gehe ich mal nach links. Ah. Sachen, die ich wegkochen kann oder verkaufen kann. Holz. Ich glaube, mittlerweile brauchen wir kein Holz. Mittlerweile haben wir, glaube ich, genug Holz. Das sage ich jetzt und in 50 Folgen brauche ich wieder. Und dieses Display wird definitiv noch 50 Folgen gehen. Das Display wird ziemlich lang gehen. Ich will ja alles an Content mitnehmen. Plus den ganzen DLC-Content. Also wird das hier ein ziemlich langes Let's Play. Und wieso ist hier eine Bottle Cap Mine, die da auch nicht mal aktiviert ist? Das ist nichts drin. Hätte man auch von außen sehen können. Wenn der Lootfinger eine Sekunde gewartet hätte. Das kann ich nicht. Wenn ich was sehe, muss ich looten. So, lass mal gucken. Hier die Lobby. Was haben wir hier? Hier geht es wahrscheinlich in den Innenbereich. Innenhof. Und hier ging es einfach nur hoch, ne? Ja, hier geht es einfach nur hoch zum Dach. Wer baut so? Erstmal gucke ich den Innenhof und dann das Dach an. Obwohl ich nicht weiß, was da Interessantes auf dem Dach sein soll. Das hier ist kein Innenhof. Das ist ein Vorhof. Okay, ich glaube, das Dach gucken wir uns nicht an. Das dürfte nichts sein. Ich glaube, das ist nur aus Story wegen, dass man da hochkommt. Wisst ihr auch für welche Szene? So, hier sind noch ein paar Ruinen, die wir erkunden können, dass sie aussehen, als wären hier Raider. Ich sehe keinen, aber es sieht sehr danach aus. Hallo? Raider, irgendwo? Anywhere? Anyone? Hello? Toll, nicht mal die Raider wollen uns. Hier sind noch ein paar Ruinen auf dem Kompass. Hier sind sogar eine Menge Ruinen auf dem Kompass. Angefangen mit der da scheinbar. Lass mal rausfinden, was das ist. Hallo, was bist du?
So, was bist du? Green Tech Genetics. Das klingt nach einem Ort, wo Supermutanten abhängen würden. Komme ich hier auch irgendwo rein? Oder ist das eine Story Location, wo sie einen künstlich aufhalten vom Reingehen? Es sieht nach einer Location aus, die uns künstlich raushält. Blöd. Ich schätze mal, dass diese Tür nachher accessible wird. Das gibt es in dem Spiel leider ein paar Mal. Was ist das hier? Kendall Parking. Ach, hier haben wir auf einmal Raider. Nee, die ghosten uns nicht. Die sind doch da vorne. Das war furchtbar. Furchtbarer Aim. Das ist vernünftiger Aim. Da oben. Hallo, oh, du hast Rüstung, das muss ich leider haben. Oh, die wird konfisziert. Das kann ich leider nicht solchen Savage überlassen. Wie wär's mit Nö? Ach, ich komme nicht durch. Das Kendall Parking, da müssen wir aber auch gleich noch rein. So. Oha. Die Waffe ist halt nicht die genaueste. Sie macht halt nur ordentlich Damage. Wenn sie dann trifft. Ah, ich sehe dich da oben. Lass mich dir entgegenkommen. Oh, hi. Kommst mir auch entgegen. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass du zuvorkommen bist. Okay, die Waffe war böse. Damit hättest du ordentlich Damage machen können, wenn sie zum Schuss gekommen wäre. Ist sie aber nicht. So, Serpentin. Nee, drüben war die mit der Rüstung, die ich haben will. Oh, hi, da oben ist einer. Ein Veteran. Komm her. Sneak Attack? Wieso Sneak Attack? Ich sneake doch nicht. Okay, für das Game war das scheinbar Sneaken. Die Person wusste zwar, wo ich bin und hat auch auf mich geschossen, aber es war scheinbar Sneaken. War mir nicht bewusst, wie sneaky ich bin. Gucken, ob ich jetzt da hochkomme. Sind wir auf der anderen Seite? Hallo, ich bräuchte bitte deine Combat Armor. Danke. Kann sowas leider nicht in deiner Obhut überlassen. Bist du da nicht zivilisiert genug? Brauchen auch meine, das brauchen dann meine Leute eher. So, einmal bitte den Aufzug überkommen lassen. Naja, für den Aufzug, Seilbahn. Aufzug oder was anderes. Aufzug geht nach oben und unten. Oh, das dauert aber ewig. Bin ich schon mal unter Seilbahn gefahren? Nicht nur einmal und das in Köln. Das sind alle nachgeladen? Nee, der ist nicht nachgeladen. Hallo. Am Home. Hallo.
Medium Combat Armor. Das ist dann schon wieder was Nettes. Was hast du? Die Laser Rifle nehme ich auch noch mit. So, hast du hier auch noch irgendwo interessanten Loot? Also noch interessanteren Loot. Seriously? Das ist der Loot, den du hier oben hast? Ein bisschen Leder, ein bisschen Schrott. Das ist, was du zu bieten hast. Was hast du? Nicht ein Myolurk. Was ist denn da passiert? Da sind noch mehr Raider. Also, um die muss ich mich mal eben kümmern. Mal Luft anhalten. Und der Spack überlebt. Ja. Hast jetzt lang genug überlebt. Na komm her. Kannst du die Tür nicht nutzen? Ja, muss ja näher ran. So, ich habe schon gelootet. Haben wir hier noch? Oh ja, ein bisschen Muni. Mehr aber auch nicht. Du sollst da nicht runterspringen. Was war das denn gerade? So. Hier waren noch mehr. Hier waren noch welche. Die sich mir so entgegengeworfen haben. Und da. Naja, mach nur Munition dabei. Nicht, und der nicht mal das. Oder die, ich habe darauf geachtet. So. Ein Siedler. Ja. Der wird jetzt nicht mehr in meiner Siedlung tätig. Wo ist der Rest von denen? Die waren auch eben noch an der Tür. Jetzt auf einmal nicht mehr. Who? Me. Wo ist die Töle? Da ist die Töle. Versucht er von da oben mit einer Shotgun, das ist eine echt wegbare Idee. Und dann auch noch mit der Double Barrel. Er schlägt dich ja nicht, er schießt auf dich. Das ist was anderes. Heavy Dog Armor und Dog Helmet. Und meine anderen Köder. Voll. So, easy, was hast du? Combat Armor. Nice, Combat Armor ist immer nice. Da oben. Ui, der hält einiges aus. 4, 5, 6 Kopfschüsse. Der Kopfschlüssel ist schon solide, ne? So, kommen wir da auch hoch eigentlich? Also wahrscheinlich ja, wenn die da hochkommen, können wir das auch. Das ist nicht die Art von Spiel, die sagt, nur die Gegner dürfen dahin. Irgendwo ist gerade was in die Luft geflogen, und zwar ordentlich.
So, hier sind die Apartments. Bevor wir da reingehen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir gehen dann in die nächste Folge rein. Bye!